Hallöchen und wieder mal ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge von Tomb Raider. Oder man nennt es auch Grabräuber. So, in der letzten Folge haben wir hier diesen Raum gestürmt und haben alle niedergemetzelt, die hier uns genervt haben. Und unten blinkt irgendwas. Da wo die Spitze... Man sieht es ja, wo es blinkt. Okay, wir haben auch noch mal ein bisschen aufgewertet. Oh, wollte ich jetzt nicht unbedingt. Aber egal, wir sammeln hier mal auf, was hier aufzusammeln ist. Was ist das? Ein Geocache, natürlich, hier drinnen, wo das GPS-Signal auch wunderbar bestimmt zu erfassen ist. Oh, das ist wie ein Sprengfass. Guck mal, was haben wir hier noch? Ist hier noch irgendwas? Ja, da ist eine Kiste. Vater Matthias wird uns befreien. Wovon? Dieser Insel? Angst der Dämonen? Also Fear the Demons ist doch Angst der Dämonen? Oder Angst... von den Dämonen oder wie auch immer. Ja, Matthias wird das schon regeln, ne? Ah, hier können wir wieder so ein komisches Ding. Haben wir eine Feuertonne in der Nähe? Muss ich bestimmt nach oben rennen, oder? Das hier Feuer? Na gut, das ist eine Menge Feuer, aber da kann ich nichts anzünden. So, gucken wir mal. Kann ich eine Fackel... theoretisch müsste man ja am Lagerfeuer auch Feuer herkriegen, aber... ich bezweifle mal, dass das funktioniert. Nee. Dann nicht. Schön. So, gucken wir mal. Okay, wir haben den Bogen. Ah, okay. So geht er durch hier. So richtig, richtig cool. Alter, kann der Geigenspieler mal bitte die Geige stimmen? Das hört sich ja schrecklich an. Das hörte sich an, als würde hier gleich irgendwie Velociraptoren kommen. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe es falsch ausgesprochen, aber egal. Velociraptor. Velociraptoren. Jetzt. Nice. Nee, das wollte ich nicht. Schalten. Ach, egal. Man kann irgendwie die Fackel löschen, aber... können wir einfach eine zweihändige Waffe nutzen. Ah, geplündert. Ist hier noch irgendwas? So. Geh schon auf. Okay, was haben wir denn hier? Hallo. Oh, gleich verbrennen. Diese unethischen Plakatwerbungen. Ist das? Erzähl mir jetzt nicht, dass es noch funktioniert. Na Gott sei Dank. Alex, bist du da? Ja. Die Konsole ist Schrott. Verdammt. Gut. Wenn hier kein Elektromarkt ist, dann musst du es manuell über die Wartungskonsole erledigen. Okay. Das klingt doch ganz einfach. Ja, dann, du musst sie erstmal finden. An diesen alten Türmen werden sie meistens oben angebracht. Ich meine, ganz oben. Schon wieder klettern. Großartig. Entschuldigung, meine ganz doofe Frage. Wer in Herrgotts Namen kommt auf die Idee, einen Wartungskasten, den man ja braucht, wenn irgendwas kaputt ist, um eben warten zu können, oben auf dem Turm zu befestigen? Das macht überhaupt keinen Sinn. Handabdrücke. Warum liegt eigentlich so viel Laub hier auf der Konsole? Naja. Ist halt alt. Ja, ich weiß. 6. September 1982. Jetzt bin ich allein. Die anderen sind alle tot. Und das ist doch gut so.
Ich habe von den Klippen aus zugesehen, wie ihr provisorisches Boot von den Stürmen hin und her geschleudert wurde. Die Wolken sahen aus wie eine Hand über dem Wasser, die vehement an dem hilflosen Boot zerrte. Keiner überlebte den Zorn dieses Sturms. Ich habe es genau beobachtet. Der Sturm war örtlich begrenzt und kam unvermittelt. Und genauso plötzlich war er auch wieder weg. Und das Interessanteste daran, er wirkte nicht zufällig. Ich spürte Emotion, Absicht. Ich weiß nicht, was auf dieser Insel vor sich geht. Noch nicht. Aber wenn ich entkommen will, muss ich dieses Phänomen zuerst begreifen. Jetzt beginnt meine eigentliche Aufgabe. Okay, er versucht wenigstens nachzudenken. Ist ja schon mal nicht schlecht. Matthias hat seine Kameraden geopfert, um etwas Neues über diese Insel zu erfahren. Warum macht ein Mensch so etwas? Das ist jetzt aber nicht der... Die wollten doch anscheinend, oder? Das hört sich ja eigentlich mehr danach an, als wollten sie versuchen abzuholen. Aber ist ja egal. Egal. Ah, hier können wir noch ein bisschen plündern. Ja, nice. Da kriegen wir nichts mehr. Verbessern Sie Ihre Waffen im Lager. Ja. Aber mal wirklich ganz ehrlich, ja, das ist eine alte Bunkeranlage, ja. Das, ich weiß jetzt nicht genau, in welchem Jahr dieses Spiel spielt, aber es wird wahrscheinlich so, keine Ahnung, 2000 bis heute irgendwo um diesen Dreh sein. Vielleicht sogar auch 2013, da wo das Spiel rausgekommen ist. Zeig mir eine Bunkeranlage aus dem Zweiten Weltkrieg, wo die Elektronik noch funktioniert. Ich meine, die Funken schlagen ist ja ein Zeichen dafür, dass da definitiv was im Arsch ist. Aber egal. Ich meine, Spielelogik ist ja nicht immer die logischste Logik. Oder so. Okay, die Pfeile zeigen, wo wir hin müssen. Sehr schön. Okay, das ist schon mal sehr schön. Na dann, auf. Gucken wir mal. verbrannt. Das mit dem Turm muss jetzt mal klappen. Immer keine Quicktime-Events. Oh, wir haben plötzlich Winter. Ne, war ich aber lange im Bunker. Schnee. Das ist doch nicht normal. Nee, das ist echt nicht normal. Man, mir fällt mal gerade ein, ne? Hier die, diese Freundin hier von ihr, die hier. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Die soll ja mit dieser Göttin hier, mit der Herrscherin hier verwandt sein, ne? Wie kann jemand von dieser Insel verschwinden? Oder es muss ja dann... Es kann ja nicht immer so gewesen sein, ne? Die Insel kann ja nicht immer unpassierbar gewesen sein, ne? Ich meine, die Leute sind ja hergekommen, dann müssen sie auch weggekommen sein, irgendwie. Trotzdem ist es ein bisschen fraglich, dass sie dann verwandt ist mit ihr, ne? Ah, Lagerplatz. Gut, dass hier überall ein Lagerplatz rumliegt. Gucken wir mal, können wir irgendwas basteln hier? Von einer Pistole irgendwas machen. Wie viele Teile habe ich denn überhaupt? Finden Sie drei weitere Teile und ich habe zwei? Gut, hier können wir was machen. Ein größeres Magazin, das 10 Kugeln fasst. Nett. Eine Rückstoßkompensierung, die die Präzision und den Schaden erhöht. Den Schaden erhöhen ist immer gut. Nehmen wir. Ist gekauft! So. Und raus aus diesem Konsolenmenü. So, kann man hier noch irgendwo hin? Irgendwas machen? Ja. Muss ich hier lang? Stimmt. Okay, dann auf und weiter. Oh ne, wo kommst du denn her? Tschüssi! Henna! Verdammt! Wie viele sind es?
Oh, ich dachte, du läufst weiter, du Arsch. Was? Ich hätte es eigentlich treffen müssen. So, jetzt aber. Munition. Was ist das? Ich glaube. Ist irgendwas? Nein. Ist hier noch jemand? Da oben. Daneben. Gut, dass er nicht werfen kann. Haben alle? Alles niedergemetzelt, was hier zum Metzeln geht? Oh, guck mal, die liegen zusammen. Ach, wie schön. Immerhin sterben sie nicht alleine. Es ist schön, ein Massenmörder zu sein. Kommt man hier rüber? Oh, hier kommt man hoch. Ja, noch besser. Ach, da oben. Tschüss. Ach, die Explosivpfeile sind die besten. Kann ich hier runterrutschen? Habe ich den Kopf erwischt? Nee. Henna! Oh, da lebt der noch einer. Okay, sehr gut. Haben wir auch das erledigt. Ah nee, Feuer brauche ich nicht. Will. Tja, zusammengesackt. Wurde es vom Mädel besiegt. Hätte er verdient. So, komme ich hier hoch? Vielleicht gibt es hier noch was Cooles. Oh, hier. 13. Oktober 1990. Über die Jahre gab es andere Überlebende, aber ich habe sie stets gemieden. Und liefen sie mir über den Weg, zeigte ich keine Gnade. Aber nun brauche ich andere. Um voranzukommen, muss ich die Insel beherrschen. Also werde ich eine kleine Gruppe loyaler Gefolgsleute um mich scharen. Sie müssen begreifen, wie wichtig Macht und Organisation sind. Und noch wichtiger, sie müssen ohne Zögern töten können. Denn das wird ein Teil ihres Lebens sein. Sie brauchen Struktur, ein Ziel und Arbeit. Und wenn die Insel mein ist, werde ich das wahre Geheimnis der Stürme lüften. Unwahrscheinlich. Aber ich meine, er ist größenwahnsinnig. Da ist es normal, dass man sich Ziele steckt, die unwahrscheinlich sind. Oh, von 1990. Matthias ist ein wahrhafter böser Mensch. Wie beiläufig er über Gewalt und das Töten spricht. Das ist verrückt. Verrückt! Verrückt ist der gute Mann! Ach, halt hier, die Leiche kann ich noch ausplündern. Ne, die Kiste konnte ich plündern. Die Leiche habe ich schon geplündert. Hier ist doch noch. Achso, Fackel. Ich brauche keine Fackel. Ha, easy. Na, wo kommen die nächsten?
Ich bin ja plündern hier. Aber es brennt hier alles. Komm raus, du Penner. Geh doch. So, war's das? Nice. Pfeil und Bogen, ey, die mächtigste Waffe der Welt. Und die wollten... Oh, was kommt jetzt so? Oh, nö. Oh, nö, Endboss. Wir sind auf aufs Gewehr. Hab ich irgendwas in der Umgebung, was ich nutzen kann? So ein Sprengfass wäre ja nicht schlecht, ne? Nachhaben. Geh doch. Holy moly. Ja. Keine Ahnung, ob es eine bessere Möglichkeit gab. Ich habe so nicht drauf geachtet, ob man in der Nähe irgendwie so eine Taste drücken kann, um ihn irgendwie wegzustoßen oder so. Aber ich glaube, es gibt doch keine Nahkampfwaffe, ne? Tja. Dann ist das so. Oh! Hier haben wir noch eine Leiche, die wir plündern können. Nice. Ist hier noch irgendjemand zu plündern? Nö. Da haben wir nichts, Alter. Und hier ein bisschen Munition mit. Oh. Ding habe ich schon. Hier ist auch noch was. Ja, nice. Und Gestrüpp. Hä? Achso. Den habe ich noch gleich geplündert. Stand hier nicht vorhin zwei Typen an der Tür? Einen habe ich hier getötet, der hier rausgerannt ist gerade eben. Aber zwei Leute haben die Tür aufgemacht. Also müsste hier noch irgendwo einer sein. Über mit der Pistole erstmal. Okay. Niemand hier. Oh, Munition! Und ein Spind zum Öffnen. Huhu. Na komm, hier. Eine Fackel dabei. Jetzt haben wir schließlich Feuer, ne? Feuer gibt Wärme ab und wir haben ja hier Winter. Und da ich ja nur einen Tanktop anhabe, ist es auch ganz angenehm. So ist mir gleich viel wärmer. Gleich viel angenehmer. Außerdem laufen die Ratten ja auch alle rum, also. So. Oh, da haben wir noch. Gut. Frachtgut. Die Schüttengenerator, okay. Ich weiß nicht, müssen wir hier lang? Oder nicht? Ich gucke erstmal, wie es da weitergeht. Bei dem Spiel kommen ja sehr viele Zwischensequenzen und dann, wenn ich da durchgehe, kann ich vielleicht nicht mehr erkunden. Weil. Ja, weil es dann eben so ist, ne? Okay, ich kann natürlich auch nach oben gehen. Ich gucke einfach mal. Ist immer ein Risiko, ich weiß. Guck mal, der Turm ist ja hier. Da muss ich ja eh hoch. Dann
Müsste ich ja eigentlich durch die Tür hier unten durchgehen können, ohne Probleme. Probieren wir einfach mal. Okay, sehr gut. Das war keine Gefahr. Die Erkennungsmarke eines Soldaten. Ich erkenne das Kanji nicht. Wurde so etwas im Zweiten Weltkrieg benutzt? Das sieht aber ein bisschen alt aus. Okay, hier kann ich aber nichts rausfinden, ne? Es sieht nicht aus wie etwas, was im Zweiten Weltkrieg genutzt wurde. Kann ich mir was. Weiß ich, kann ich mir nicht vorstellen. Sieht alles handgeschrieben aus. Und vorne und hinten sind sowohl die gleichen Symbole drauf. Und das ist ja auch hier so ein Lederband. Ich weiß nicht, ob man. Gut, ich weiß jetzt nicht, wie es in Japan war, aber im westlichen Bereich während des Zweiten Weltkriegs waren es ja dann auch eher kleine Metallschnüre oder so. Aber Lederbänder glaube ich eher nicht. Kann ich mir jedenfalls nicht gut vorstellen. Aber kann ja durchaus sein, ne? Aber von der Form her. Ist auch so, hier sind so komische Zacken. Die sehen nicht aus, als wäre es irgendwie abgebrochen oder so. Es wirkt für mich nicht aus wie aus dem Zweiten Weltkrieg. Ich meine, sie zweifelt ja auch selber dran. Und wenn sie Kanji nicht erkennen, dann heißt es ja eventuell, dass es älter ist. Also vor der typischen Sprache. Diese Schrift. So, dann haben wir hier alles. Gut, liebe Leute, ich hoffe, euch hat diese Folge bis hierhin gefallen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Also bis denne. Cheerio!